wäre es mir auch lieber, wenn Sie das für sich behalten könnten. Dass wir uns im Dorfcafé getroffen haben, also gesehen haben. Ja, ja, das auch, aber dass auch Frau von Heidenberg da war. Ein Spiel und ich kann mir das Kolosseum kaufen. Eins! Woher willst du wissen, dass du gewinnst? Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Siehst du, und daran erkennt man einen Spieler. Er denkt immer, er gewinnt. Du hängst doch schon wieder voll in der Sache drin. Und damit ist jetzt Schluss. Weißt du was? Pack deine Sachen und geh. Ich soll mich nicht einmischen und euch vertrauen. Aber ihr vertraut mir nicht. Miriam, es war wirklich nur ein Streit unter Geschwistern. Verkauft mich nicht für blöd. Ich will jetzt wissen, was hier los ist. First ray in the morning, to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Es ging wieder ums Geld. Victoria will, dass ich mir dein Angebot noch mal durch den Kopf gehen lasse. Aber du kennst mich ja. Ich will es alleine schaffen oder gar nicht. Und deswegen hatten wir Streit. Stimmt's? Ging es wirklich nur darum? Ja, nur darum. Nicht wahr? Ja. Aber das habe ich doch längst akzeptiert. Darüber braucht ihr euch doch nicht streiten. Ja, Felix ist leider unbelehrbar. Ja, dann vergessen wir es doch einfach, okay? Felix, ich hab dich gesucht, weil ich fragen wollte, ob du vielleicht eine Stunde frei machen könntest. Ich würde gerne spazieren gehen oder ausreiten. Das Wetter ist so schön. Ja, das würde ich auch gerne, aber ich muss leider wieder zurück zum Dienst. Okay. Aber das holen wir nach, versprochen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und Max, irgendwas Besonderes? Alles ruhig. Wunderbar. Guten Tag, Frau Dahmann. Geht's auf Geschäftsreise? Nein, aber könnten Sie das bitte für mich irgendwo verwahren? Natürlich. Danke. Aber nicht hier, Max. Dafür haben wir einen Gepäckraum. Alfons, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Es tut mir auch unglaublich leid. Ich wollte so dringend diesen Job haben und da habe ich nicht wirklich an die Folgen gedacht. Es ist doch alles so gelaufen, wie du es haben wolltest. Also was tut dir denn jetzt leid? Alles. Hildegard. Komm, hör auf. Ich hab's dir schon ein paar Mal gesagt. Das hättest du vorher überlegen müssen. Seine Familie verkauft man nicht. Und wenn, dann muss man irgendwann den Preis dafür zahlen. So, und jetzt entschuldigst mich bitte, ja? Aber die Situation... Komm, hör auf. Hat die Frau Geschäftsführerin nichts zu tun? Gut. Sehr gut. Ein bisschen feiner. Na, was kochst du denn heute für leckere Sachen? Fleisch, Fisch, Gemüse. Hm, aus deinem Munde klingt es jetzt schon wie eine Köstlichkeit. Was darf's denn sein? Ich wollte mal sehen, was mein Sohn so treibt. Dein Sohn arbeitet. Wenn dir etwas nach heimeliger Wärme ist, dann muss ich dich auch später vertrösten. Ich werde dich nicht lange stören. Ich wollte dir mal sagen, dass ich wirklich sehr froh darüber bin, dass wir in letzter Zeit so gut miteinander auskommen. Gerade jetzt, wo Charlotte nicht mehr da ist, ist mir das besonders wichtig. Daran wird sich von meiner Seite auch nichts ändern. Aber, Vater, ich habe jetzt wirklich viel zu tun. Also, oder ist noch etwas? Ja, ja, Robert, eine Kleinigkeit. Du weißt ja, die Golfsaison beginnt demnächst. Und für die Eröffnung habe ich etwas Besonderes geplant. Und einige prominente Golfspieler haben bereits zugesagt. Und ich soll ein Buffet kreieren. Kein Problem, aber lass uns heute Nachmittag reden. Nein, Robert, es geht nicht ums Buffet.
Die Kosten für die Eröffnung werden etwa 40.000 Euro betragen. Und da du ja jetzt gleichberechtigter Miteigentümer des Fürstenhofs bist, brauche ich dein Einverständnis. Warum sagst du nicht gleich, was du willst? Robert, was ich aber vorhin gesagt habe, das habe ich wirklich so gemeint. Es ist auch für mich neu, dass ich jetzt mit solchen Anliegen zu dir kommen muss. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Das werde ich, mein Sohn, das werde ich. Was die Eröffnung angeht, wenn du findest, dass das sinnvoll ist, dann bin ich dabei, okay? Aber ich habe jetzt wirklich viel zu tun. Okay, Robert, ich lasse dich in Ruhe, die Details besprechen wir später. Sehr gut. Also, wie will Felix das Geld für das Dorfcafé auftreiben? Ach, mir sagte er nichts. Das muss ein Riesengeheimnis sein. Aber du weißt das, oder? Victoria, ich sag auch nicht, dass ich es von dir weiß. Ich weiß es auch nicht. Felix sagt dir immer alles. Ich schwöre, ich werde kein Wort darüber verlieren. Ich weiß es wirklich nicht. Können wir jetzt dieses blöde Thema lassen? Ich würde es dir ja sagen, wenn ich es wüsste. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe deinen Blick gesehen. Und ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Ich will jetzt wissen, weswegen. Ja, ich mache mir Sorgen. Ich habe einfach Angst davor, dass Felix irgendwas macht, was er hinterher bereut. Also weißt du doch was? Victoria, jetzt sag es mir endlich! Kannst du bitte aufhören? Ich kann dir nichts sagen. Außerdem ist das eine Sache zwischen dir und Felix. Ein hervorragender Golfspieler wie Sie darf doch bei so einer Veranstaltung nicht fehlen. Also wenn Sie erlauben, setze ich Sie auf die Gästeliste der Eröffnung. Ja, danke, gerne. Das freut mich. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Danke. Herr Direktor. Ja. Was machen wir denn mit der Post von Frau von Heidenberg? Bitte? Ja, die kriegt sie immer noch hierher geschickt. Anscheinend wohnt sie hier irgendwo in der Nähe, so oft wie sie im Hotel auftaucht. Wissen Sie Ihre Adresse? Ja, geben Sie sie her. Das ist für Mittwoch. Jo, ich habe jetzt Zeit, wir können über die Öffnung reden. Ja, komm, gehen wir ins Büro. Und was ist jetzt mit der Post von Frau von Heidenberg? Alfons, was geht uns deren Post an? Schicken Sie sie zurück. Adressat unbekannt verzogen. Ja, wie Sie meinen. Das ist doch nun nicht unsere Sache, oder? Nein. Alle Achtung, du scheinst wirklich dazugelernt zu haben. Das habe ich, mein Sohn, das habe ich. Das will ich dir auch geraten haben. Ich finde es gut, dass Felix das mit dem Café aus eigener Kraft schaffen will. Aber warum kann er mir nicht sagen, wie er das Geld bekommen will? Ich erzähle ihm doch auch von meinen Plänen. Und Victoria weiß mehr, als sie zugibt. Felix erzählt ihr doch alles. Und die beiden haben bestimmt nicht deswegen gestritten, weil Felix das Geld nicht von mir nehmen will. Irgendwas läuft da. Aber wenn ich Felix darauf anspreche, ist gleich wieder die Hölle los. Dass ich ihm nicht vertraue und so weiter. Ach, ich will wissen, was er vorhat. Tag. Herr Saalfeld? Ja? Entschuldigung, aber Sie haben da einen Fussel, wenn Sie erlauben. Ja, bitte tun Sie keinen Zwang an. Okay. Sehr schick. Hm? Ich meinte, Sie sind wirklich sehr schick. Also wahrscheinlich haben Sie was ganz Besonderes vor, so elegant wie Sie sind. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich wollte ein Kompliment machen. Ja, ist ja nett, aber Sie werden ja nicht für Komplimente bezahlt. Entschuldigung, es kommt doch nicht mehr vor. Dann ja.
Haben Sie etwas Bestimmtes in Sinn? Ich dachte, wir haben uns verstanden nach unserem Gespräch neulich. Ich habe Sie sehr gut verstanden. Also, Ihr Treffen mit Frau von Heidenberg war rein geschäftlicher Natur. Dann ist ja gut. Ihr habt doch gar nichts gesagt. Und dabei sollte es auch bleiben. Natürlich. Gut, dass du kommst. Probier mal. Ich. Mund auf. Gewagt, nicht? Löwenzahn, Gänseblümchenextrakt und Klee. Lecker, aber ich. Nicht wirklich gut, oder? Doch. Ich habe keinen Nerv dafür. Sei mir nicht böse, aber ich suche Felix. Er ist nicht im Restaurant. Weißt du, wo er steckt? Keine Ahnung. Aber er hat doch jetzt Dienst. Nein, erst in 2 Stunden. Komisch, und mir hat er gesagt, er. Stimmt irgendetwas nicht? Gibt's wieder Ärger mit Miriam? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Entschuldigung, ich dachte nur, dass. Ich muss ihn finden. Victoria, was ist denn los? Es ist sozusagen Gefahrenverzug. Mann, was ist denn in Sie gefahren? Entschuldigung. Nicht nur, dass Sie mich fast zu Tode erschreckt haben. Wie sieht denn das vor den Gästen aus, wenn Sie die Tür halb einreißen? Es tut mir leid. Aber Alfons hat mich mal wieder angeguckt. Ah, herrscht im Hause Sonnenbichler mal wieder Weltuntergangsstimmung. Was ist es denn diesmal? War das Feierabendbier zu warm? Nein, er hat mich rausgeworfen. Und jetzt brauche ich natürlich eine neue Bleibe. Bitte, er hat Sie rausge... Ja. Wegen unserer... Wollte ich die Mittagspause nutzen, um ein paar Pensionen abzuklappern. Und die Zeit hat nicht gereicht. Und jetzt wollte ich fragen, ob ich ein bisschen früher gehen könnte heute. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Ja, aber... Dass Sie in einer Pension wohnen. Sie sind ja schließlich aus Loyalität zu unserem Haus in diese missliche Lage geraten. Sie wohnen so lange in einem unserer Gästezimmer, bis Sie etwas Passendes gefunden haben. Ich kann doch meine neue Geschäftsführerin nicht in einer Pension wohnen lassen. Danke. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter. Das war im Fürstenhof immer so. Und daran wird sich auch nichts ändern. So, jetzt gehen Sie an die Rezeption und lassen sich von Alfons, nein, von Max, ein freies Zimmer anweisen. Vielen Dank, Herr Saalfeld. Ja? Hallo Barbara, ich bin's, Werner. Werner, was für eine nette Überraschung. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne etwas für dich tun. Ich habe deine Post hier. Nicht so wichtig. Ich hole sie bei Gelegenheit ab. Wie wäre es denn, wenn wir uns am See treffen zu einem kleinen Spaziergang und ich bringe die Post mit? Ein Spaziergang am See? Wie romantisch. Ja, was hältst du davon? Von mir aus. Wir treffen uns dort in einer Stunde. Was guckst du so? Ich wundere mich nur, was du da machst. Aber wenigstens weiß ich, warum ich Rinderschmalz geliefert bekommen habe, obwohl ich es gar nicht bestellt habe. Das nennt sich Enflorage. Ah? Sieht merkwürdig aus. Das Fett muss den Duft der Blüten langsam annehmen. Aha. Ich habe eingesehen, dass du nicht ganz Unrecht hattest. Ich habe dir meine Argumente auch ganz sachlich dargelegt. Ich bin auch ganz lernfähig. Das ist ja mal was ganz was Neues. Bin ich froh drum. Gut, dass wir das aus der Welt haben. Halt!
So schnell kommst du mir auch nicht davon. Das habe ich fast befürchtet. Du hattest recht. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen Felix gegenüber. Mir fällt das Geld in den Schoß und er muss sich alles hart erkämpfen. Jetzt guck doch nicht so. Ich werde mich nicht wieder einmischen, das habe ich schon verstanden. Felix soll es so machen, wie er es für richtig hält. Gut. Gut. Wenn du keine Lust mehr hast, als Koch zu arbeiten, könntest du Eheberater werden. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wer hätte das gedacht? Wurde auch mal Zeit. Ganz ruhig, meine Herren. Oh, wie schön, dass Sie es noch geschafft haben. Ich dachte schon, Sie würden Ihre Chance ungenutzt verstreichen lassen. Nein, nein. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht früher. Es ist nie zu spät einzusteigen, nicht wahr, meine Herren? Das ist für heute unser vierter Spieler. Gentlemen. Nehmen Sie doch Platz, mein Freund. Was ist mit Ihnen? Geht's Ihnen nicht gut? Nein, nein. Alles in Ordnung. Nur der übliche Stress im Restaurant. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel Zeit. Von mir aus können wir sofort beginnen. Meine Herren, Ihre Einsätze. Barbara, schön, dass es doch geklappt hat. Cool, hier ist deine Post. Danke. Gehen wir ein bisschen? Sag mal, hast du irgendwas zu verbergen? Nein, kommst du darauf? Was soll das heimliche Treffen hier? Ja, ich dachte, es wäre schön, mal ein bisschen zu spazieren. Wir zwei, der See, die frische Luft. Ja, ein Traum. Ist es dir irgendwie unangenehm, mit mir gesehen zu werden? Ach, Unsinn. Ich bin nur froh, mal ein bisschen rauszukommen. Auf einmal? Kann es sein, dass du vor Robert kuscht, weil er Anteile am Fürstenhof hat? Vor Robert? Wo denkst du hin? Ich freue mich nur, dass es momentan so gut zwischen uns läuft. Ich will einfach keinen Ärger mit ihm. Verstehe. Und ich bedeute Ärger? Nein, das verstehst du falsch. Weißt du, es ist gut so, wie es ist. Und für meine zukünftigen Projekte ist es auch besser, wenn es so bleibt. Und deshalb behandelst du mich wie eine Aussätzige. Barbara! Naja, ich muss dich zwingend an den Fürsten. Ah, nun lass doch mal dieses Hotel aus dem Spiel. Also ich genieße es einfach mal, was anderes zu sehen. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir heute nach München fahren? Der Wiese hat ein neues Lokal aufgemacht, das in allen Zeitungen mächtig gelobt wird. Hm? Was meinst du? Gut. Wenn dir München weit genug weg ist vom Fürstenhof. Bereit fürs nächste Spiel, Gentlemen? Mir reicht's. Mir reicht's auch, ich schließe mich an. Meine Herren, wollen Sie Ihr Geld nicht zurückgewinnen? Tja, ohne Einsatz kein Spiel. Stimmt allerdings. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Dann war es nur noch zwei. Die Bank wechselt. Ihr Einsatz? $8,000.
Ich halte mit. Okay. Sie haben gewonnen. Ein neues Spiel? Kommen Sie. Sie müssen mir schon eine Chance geben, mein Geld zurückzugewinnen. Nein, für heute ist genug. Das können Sie doch mit mir nicht tun. Ich muss wieder zurück zum Dienst. Aber dann spielen Sie wenigstens morgen mit. Ich erwarte einen Herrn, der nicht so schnell aufgibt wie unsere heutigen Mitspieler. Da kann ein erfahrener Spieler wie Sie richtig Geld machen. Ja, wir werden sehen. Bis morgen. Mein Gesundheitszustand geht überhaupt niemandem was an. Und was machen Sie? Sie rennen zu Elisabeth und erzählen ihr, wie schlecht es mir angeblich geht. Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe gedacht, Elisabeth muss das wissen. Sie hatten doch schon mal einen Herzanfall. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich habe Sie gebeten, Elisabeth nichts zu sagen. Das stimmt schon, aber ich... Aber nichts aber. Elisabeth hat doch Angst, dass ich bei jedem Schritt, den ich zu viel mache, gleich aus den Latschen kippe. Und das ist genau das, was ich nicht will. Ich konnte nicht anders. Ich habe mir halt Sorgen gemacht. Ich will nicht, dass sich jemand um mich Sorgen macht und Sie schon gar nicht. Und außerdem, so krank wie Sie tun, bin ich gar nicht. Und erzählen. Erzählen dürfen Sie das schon dreimal nicht. Haben Sie noch nie was von einem Arztgeheimnis gehört? Wenn nicht, dann kümmern Sie sich drum! Also ich weiß jetzt nicht, worum es hier geht. Halt dich da raus! Es gibt keinen Grund, Samia so anzuschreien. Ach, Herrgott noch mal! Flasche Champagner auf meine Kosten, bitte. Sehr wohl, Herr Terrasch. Du hast gespielt, gib's zu. Ja, und gewonnen. Warum machst du das? Hey, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, das dachtest du damals auch. Nein, diesmal ist es wirklich anders. Felix, du hast damals alles verloren, was du besessen hast. Das passiert nicht noch mal. Du belügst dich selbst und diesmal steht wesentlich mehr auf dem Spiel. Zwei Gläser, bitte. Gerne. Darauf trinke ich nicht. Miriam liebt dich, verdammt. Hast du auch nur ein einziges Mal an sie gedacht? Ja. Einmal? Ja. Ich tue das nur für sie. Ich will ihr ein gleichwertiger Partner sein und ihr nicht die ganze Zeit auf der Tasche liegen. Wenn Miriam das wüsste, sie wäre niemals damit einverstanden. Schön. Vielen Dank. Schwesterchen, sie muss es aber nicht wissen. Und übrigens, entschuldige wegen heute Morgen. Danke, dass du mich nicht verraten hast. Ja, mich ziehst du da auch noch ein. Deinetwegen muss ich Miriam belügen. Ja, aber nicht mehr lange. Schau mal. Das sind 20.000 Euro. 20.000.
Geld, okay? Das ist ein Drittel des Cafés. Mhm. Noch 2, 3 Spiele und ich habe die ganze Ablöse zusammen. Oder gar nichts. Und noch dazu Schulden. Woher willst du wissen, dass du das nächste Mal nicht rechtzeitig aufhörst? Wie sagt man? Ein Spieler spielt, um zu verlieren. Denn wenn er gewinnt, spielt er weiter. Aber ich bin nicht spielsüchtig. Heute, als ich gemerkt habe, dass die Konzentration schwindet, habe ich aufgehört. Felix, wenn du unbedingt mit deinem Geld spielen willst, dann gib es mir. Ich lege es für dich an. Wo denn? An der Börse? Ja. Ach, bis da was rüberkommt, das dauert Jahre. Okay, das Kolosseum wirst du dann nicht übernehmen können. Aber hey, es findet sich was anderes. Und das Risiko ist zumindest kalkulierbar. Komm, beweis mir, dass du nicht wieder spielsüchtig bist. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Wirklich nicht, was du hier noch willst. Abwarten, meine Liebe. Wenn du noch was trinken willst, das hätten wir doch in München sehr viel stilvoller machen können als hier in dieser Proletenkneipe. Jetzt wart's doch einfach ab. Ich hätte gerne eine Flasche Rotwein. Vom Besten zum Mitnehmen. Gerne. Was hast du denn noch vor? Ja, den Abend gemütlich ausklingen lassen. Du verlangst aber hoffentlich nicht, dass wir an den See fahren und den Wein aus Pappbechern trinken. Das wäre auch noch eine hübsche Idee. Aber bei dir ist es doch viel gemütlicher. Ah, jetzt weiß ich, was du unter gemütlich verstehst. Ein romantisches Tête-à-Tête in meiner Pension. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Vergiss es. Es ist schlimm genug, dass ich in dieser Absteige wohnen muss. Aber Gäste empfange ich da bestimmt nicht. Aber schade eigentlich. Der Abend hat schön begonnen. Habe ich geschlafen. Mein Gott, Barbara, warte doch. Mach's dir mal so richtig gemütlich. Ihr Rotwein? Und trink nicht zu viel. Nein, jetzt mag ich auch nicht mehr. Hey, hey, hey. Hey, wow, womit habe ich das verdient? Das hast du immer, immer verdient. Felix, was ist denn los mit dir? Nichts, ich bin einfach nur glücklich. Ich habe die schönste und wunderbarste Frau der Welt, da darf ich doch glücklich sein. Was ist mit dir? Ist es wegen des Kolosseums? Nein, ich bin einfach nur glücklich. Oder soll ich unglücklich sein, weil du mich liebst? Hm? Nein, es freut mich sehr, dass du glücklich bist, aber eigentlich... Kein Aber. Hol lieber mal 2 Gläser für den Champagner. Klar. Hast du ohne mich schon angefangen? Den hat ein Gast stehen lassen, die wollten nur 2 Gläser und den Rest trinken wir jetzt. Hm? Und was gibt's zu feiern? Nichts. Ohne Grund feiert sich's am allerschönsten. Hm. Cheers. Felix, das ist ja alles sehr schön. Aber ich würde gerne mit dir über was reden. Gerne. Schlag was vor, worüber du willst. Wie wäre es mit dem Kolosseum? Okay. Warum sagst du mir nicht endlich, woher du das Geld bekommen willst? Woher? Vielleicht will ich dich einfach nur überraschen. Felix, Victoria weiß irgendwas, aber sie sagt mir nichts. Ich weiß aber, dass es ihr nicht gefällt. Ich bin deine Frau. Ich will wissen, was los ist. Oh, geschafft. Warte. Na, also ich mag ja anspruchsvolle Gäste. Aber was heute wieder los war, boah. Ich bin gleich soweit. Ja. So. Also, erzähl von Felix.
Was soll ich erzählen? Was mit ihm ist? Was ist mit ihm? Du hast erzählt, es sei Gefahr in Verzug. Heute macht er einen sehr gut gelaunten Eindruck. Felix war drauf und dran, sich das Geld für das Kolosseum auf eine ziemlich windige Art und Weise zu beschaffen. Wie Diebstahl? Nein. Ich konnte ihn aber noch rechtzeitig davon abhalten. Ich habe ihn überzeugt, seine Ersparnisse lieber für ihn arbeiten zu lassen. Deswegen sitze ich auch schon die ganze Zeit vorm Computer. Aber selbst wenn ich in riskante Papiere investiere, er bekommt das Geld nicht rechtzeitig zusammen, damit er das Kolosseum übernehmen könnte. Also doch Diebstahl. Blöd, Mann. Ich habe da eine ganz andere Idee. Vielmehr eine Bitte an dich. Kannst du ihm nicht dabei helfen, die Durststrecke zu überwinden? Zumindest so lange, bis er Geld für ein neues Café zusammen hat. Ich? Ich weiß nicht, ich... Ja, du. Dir fällt doch bestimmt irgendwas ein, damit ihn sein Job als Restaurantleiter wieder mehr motiviert. Irgendwas, damit er die Sache mit dem Kolosseum vergisst. Ich weiß nicht. Felix und ich, wir sind nicht gerade die dicksten Freunde. Tu's für mich. Zervenkov, von dem ich die Rosenfelder gekauft habe. Ja. Er leiht dir das Geld für das Café. Felix, warum? Die Sache ist ja noch nicht endgültig fix. Ich weiß ja gar nicht, ob er mir die ganzen 60.000 leiht oder nur einen Teil davon. Wie kommst du auf die Idee, von ihm Geld zu leihen? Du kennst den Mann doch gar nicht. Du machst doch Geschäfte mit ihm, da wird das schon in Ordnung sein, oder? Weißt du, das ist noch so ein Punkt. Das heißt doch eigentlich, dass das Geld, was er dir leiht, das ist das Geld, was ich ihm bezahlt habe. Also könntest du auch gleich mein Geld annehmen. Das ist jetzt typisch weibliche Logik. Und männliche Logik ist es, überhöhte Zinsen zu zahlen, anstatt ein zinsloses Darlehen anzunehmen. Siehst du? Das ist genau der Grund, warum ich es dir nicht erzählt habe. Weil ich wusste, dass du es nicht verstehst. Dann erklär es mir bitte. Ich mache keine Geschäfte mit Freunden oder Bekannten. Das geht immer in die Hose, da fühlt sich immer einer übervorteilt. Und du bist meine Frau. Das geht grundsätzlich gegen meine Prinzipien. Und Zervenkov, das ist eine reine Geschäftsbeziehung. Das ist wesentlich unverkrampfter. Verstehst du? Außerdem mit dir als Geschäftspartnerin, das würde mich viel zu nervös machen. Ich liebe dich. Sie haben die 27, der Peter wird sie raufbringen. Frühstück gibt's von 7 bis... Herr Sonnbichler, die 27 ist belegt. Entschuldigung, bitte. Ist sie nicht. Wie Sie wissen sollten, ist der Herr aus Hamburg gestern abgereist. Das ist schon richtig, aber jetzt von Frau Dammann drin. Wie bitte? Tut mir leid, das war mein Fehler. Sie haben die 28. Peter, bitte. Tatsächlich. Max, könnten Sie mir bitte... Sag mal, Nora, wie kommst du eigentlich dazu, dir einfach ein Zimmer zu nehmen? Und noch dazu zum Sondertarif? Familientarif? Ja, das wäre ja noch schöner. Du machst augenblicklich dieses Zimmer frei, sonst muss ich wirklich mit dem Chef reden. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Ja, das werden wir dann schon sehen. Ich wohne dort auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Saalfeld. Was? Aber versuch nur weiter, mir Steine in den Weg zu legen. Tisch 7. Der Baron und seine Gattin, bitte vergessen nicht, dass er seinen Rotwein 3 bis 4 Grad kühler trinkt als üblich. Machen wir. Danke. Felix, hast du eine Minute? Ja, was gibt's? Ich würde gern deine Meinung zu einigen von meinen Vorschlägen hören. Weißt du,
Ich bin nicht besonders gut, was das Erstellen von Konzepten angeht. Und der Sommer steht vor der Tür. Und da dachte ich mir, vielleicht hast du ein paar Vorschläge. Naja, zu Degustationsabenden, Themenwochen und Ähnliches. Ist für die große Linie nicht eher die Geschäftsführung zuständig? Ja, aber das Restaurant, das ist doch unser Baby, da sind wir das Team. Außerdem, Frau Dammann ist ein hübsches Persönchen. Aber du hast die nötige Erfahrung und du hast hervorragende Weinkenntnisse. Aha. Stellst du mir ein Konzept zusammen? Sagen wir, bis in einer Woche. Gerne, schon, aber sei mir nicht böse. Du hast mich vorher noch nie um meine Meinung gebeten. Habe ich nicht? Besser spät als nie. Hm? Sag mal, seit wann bist du so harmoniesüchtig? Komm schon. Gibt's da irgendeinen Grund für deinen Sinneswandel? Quatsch. Ich finde einfach, wir sind mittlerweile ein sehr gutes Team geworden und das sollten wir weiter ausbauen. Mhm. Tatsächlich. Steckt da vielleicht Victoria dahinter? Was? Unsinn. Also doch. Hat sie dir aufgetragen, mich zu beschäftigen? Damit ich meine Pläne mit dem Kolosseum aufgebe, hm? Na, so weit kommt's noch. Sag mal, sehe ich aus, als ob ich unfähig wäre, selbst das auf die Reihe zu kriegen? Mach dir keine Sorgen. Sei ganz beruhigt, okay? Der arme kleine Felix kann gut für sich selbst sorgen. Ich brauche keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Gut, dass du kommst. Ich brauche noch ein paar Unterschriften von dir. Ist das verständlich? Das war's. Okay. Miriam, ich muss mit dir reden. Wegen Felix. Victoria, er hat jetzt endlich mit mir gesprochen. Und ich kann wirklich gut verstehen, dass du dir Sorgen gemacht hast. Felix hat mit dir gesprochen? Mhm. Was hat er denn gesagt? Dass er den Kredit von Herrn Zawenkow bekommt. Das hat er gesagt. Ich finde das auch nicht gut. Aber wenigstens kriegt er so seinen Kaffee. Wo ist denn Felix jetzt eigentlich? Er müsste jetzt auf dem Weg zu Zawenkow sein eigentlich. Oh. Du, danke für die Unterschriften. Ich muss noch mal los. Guten Morgen. Halt. Ich hatte gehofft, dich hier nie wieder sehen zu müssen. Robert. Wann lernst du nur endlich deine Hassgefühle in den Griff zu kriegen? Bis du von hier verschwunden bist. Was machst du hier eigentlich? Hm? Ich meine, keiner will mehr was mit dir zu tun haben. Miriam nicht, mein Vater nicht. Also verschwinde endlich. Es ist schon wirklich schlimm, dass eure Mutter euch so im Stich gelassen hat. Aber gib bitte nicht mir die Schuld. Außerdem hätte dir auch gar nichts Besseres passieren können. Immerhin gehört dir die Hälfte des Hotels. Hau ab. Du wirst es wohl nie lernen, dich einer Dame gegenüber zu benehmen. Glaub bloß nicht, dass du hier noch bedient wirst. Keine Sorge. Darauf lege ich auch keinen gesteigerten Wert. Kannst du nicht aufpassen? Jetzt reg dich halt künstlich auf, du Choleriker. Mach halt selber die Augen auf. Komm. Was ist mit dir schon wieder los? Ha? Nichts, du. Du kannst nichts dafür. Ich hatte gerade eine Begegnung mit unserer von Heidenberg. Wieso, was macht die denn hier? Ja, wenn ich das nur wüsste. Aber jedes Mal, wenn sie hier auftaucht, passiert irgendetwas. Oh, ich kann schon denken, was die will. Was? Sag schon.
Tanja. Ja, ich hab's halt vorgestern im Kolosseum gesehen. Mit deinem Vater. In Ordnung. Gut, dann verbleiben wir so. Ich erwarte dann die Andrucke der Prospekte. Hm? Ja, genau. Gut, danke. Wiederhören. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze. Schon gut, was gibt's denn? Ich brauche bitte das Geld aus dem Safe, das ich Ihnen gestern Abend gegeben habe. Was ist? Hat Ihr Bruder Ihnen denn nichts gesagt? Was gesagt? Er war vor kurzem bei mir und hat sich das Geld geholt. Also er hat gesagt, er will es zur Bank bringen. Und da es Ihr Bruder ist, dachte ich, es wäre in Ordnung. Ja, ist es auch. Es ist sogar gut so. Dann spare ich mir den Weg zur Bank. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler gemacht. Nein, nein. Alles bestens. Danke. Mach dich bloß nicht schmutzig. Ich pass schon auf. Dann hast du nicht verstanden, wie ich das gemeint habe? Ich schaff das hier schon. Ich habe aber gerade nichts Besseres zu tun. Ja, dann hilft jemand anderem, ich mach das. Was packen Sie das Ding denn auch so voll? Gehen Sie doch lieber zweimal. Lass es mal meine Sorge sein. Ich sag dir ja auch nicht, wie du deine Koffer zu schleppen hast. War ja auch nur ein Tipp. Auf deine Tipps kann ich verzichten. Zum Schluss heißt es noch, ich bin zu schwach für diese Arbeit. Jetzt markieren Sie doch nicht den starken Mann, das bringt doch nichts. Sag mal, wie redest denn du eigentlich mit mir? Wer hat hier wohl noch meine Meinung sagen dürfen? So. In Ihrem Zustand, da sollten Sie das alles ein bisschen ruhiger angehen. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet. Und das hier, das kriege ich auch noch hin. Ja, fragt sich nur, wie lange noch. Und außerdem brauchen die im Salon das Kaminholz. Ja, aber das muss ja nicht alles auf einen Schlag dahin gemacht werden. Johann! Rufen Sie den Krankenwagen, schnell! Kommen Sie, eine Pause tut gut. Ich weiß nicht, ich muss jetzt arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten und Ihre Arbeit muss ich auch mitmachen, wenn Sie einen Herzinfarkt bekommen. Also, eine Pause tut gut. Los. Außerdem, denken Sie mal an Frau Saalfeld. Ich meine, die wollen Sie ja nicht einfach allein lassen, nur weil Sie sich hier totarbeiten. Dafür haben Sie viel zu lange für Glück warten müssen, als dass Sie das jetzt einfach so aufs Spiel setzen. Junge, ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Kinder, Mund tut Wahrheit gut. Du belügst dich selbst und diesmal steht wesentlich mehr auf dem Spiel. Miriam liebt dich, verdammt. Hast du auch nur ein einziges Mal an sie gedacht? Woher willst du wissen, dass du das nächste Mal nicht rechtzeitig aufhörst? Wie sagt man? Ein Spieler spielt, um zu verlieren. Denn wenn er gewinnt, spielt er weiter. Tarasch? Herr Tarasch, wo bleiben Sie denn? Unser Mitspieler wird langsam ungeduldig. Ich bin gleich bei Ihnen. Gut, dann bis gleich. Danke.
Felix, gib mir das Geld. Komm, lass mich durch. Du spielst jetzt nicht. Dick, du warst gestern Abend selbst noch damit einverstanden, dass wir das Geld anlegen. Das ist Blödsinn. Weißt du, wie lange das dauert, bis ich das Kolosseum dann bekomme? Ich hab nun Glückssträhne, okay? Ich hab das Gefühl, ich kann das Geld für das Café gewinnen. Ich spür's. Und ich spüre, dass du schon wieder voll drauf bist. Ach. Felix, gib mir das Geld. Vergiss es aber wirklich nicht. Lass mich. Okay, du hast es so gewollt. Victoria! Victoria, nicht! Komm, lass den Blödsinn. Gib mir das Geld, dann lass ich raus. Victoria, mach die Tür auf. Erst wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist. Bis dahin bleibst du da unten drin. Victoria, mach diese verdammte Tür auf! Victoria! Verdammt nochmal! Ich weiß nicht, Barbara, ob das so eine gute Idee war, hier einfach aufzukreuzen. Hat dich auch niemand bemerkt? Nein. Aber ich musste dich einfach sehen. Sei mir nicht böse, ich konnte nicht anders. Ich bin ja noch nicht böse. Aber es wäre besser, woanders hinzugehen. Es hat mich niemand gesehen und wenn du willst, gehe ich auch erst, wenn es dunkel ist. Ja, aber woanders wären wir sicherer. Vater, mach auf. Wird's bald? Wenn Sie auch nur ein einziges Mal meinen Bruder mitspielen lassen, hält sich Ihnen die Polizei auf den Hals. Ich gehe jede Wette ein, dass die Heidenbeck wieder irgendwas im Schilde führt. Ich meine, das ist doch... Und ich gehe jede Wette ein, dass Sie eine Menge Ärger mit der Geschäftsleitung bekommen, wenn Sie hier so weiter rumtratschen. Vielen Dank, dass du mir die Tour vermasselt hast. Bitte. Du bist doch nicht mein Kindermädchen. Ich will nicht noch mehr erleben, dass du alles verspielst. Ist sie im Schlafzimmer? Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Du platzt hier so einfach in meine Wohnung und stellst alles auf den Kopf, nur weil du einem Phantom nachjagst? Wenn es nur ein Phantom wäre. Eins sage ich dir, mein Sohn. Wenn du dieses Schlafzimmer betrittst, sind wir beide geschiedene Leute.